Hallo und herzlich willkommen, ich bin euer Mr. Venom 1970. Nach dem Erfolg von Echo Quest 1 zeige ich euch mal ein paar Bilder von Echo Quest 2. Ich weiß, ihr hasst mich. Diesmal gehen wir übrigens in den Regenwald. Das ist übrigens nochmal Echo Quest. Was macht ihr denn da? Nö. Da will ich gar nicht hin. Was soll das denn? Gut, habt ihr noch mal eins gesehen? Ja, definitiv. Definitiv. Es hat sich das Let's Play eh keiner angeguckt. Hashtag hier Power Rant. So, jetzt kommt Teil 2. So, ihr auf YouTube habt jetzt noch mal eine Sekunde von Teil 1 gesehen. Ich weiß, jetzt habt ihr sofort ausgeschaltet. Das ist so wie der Knuffel, der macht das auch immer gerne. Jetzt werde ich darauf hingewiesen, dass ich in der Nase bin. Muss ich mir das gefallen lassen? Schreiben Sie jetzt in die Kommentare, muss der Venom sich Nase lassen, bezeichnen lassen? Ist das nicht eher ein Ausdruck für Thomas Gottschalk und Mike Krüger? Hashtag Retro. So, wir machen mal Intro. Ich weiß gar nicht, ob das gut war. Wir gucken trotzdem mal rein. Starte nochmal das Intro. Intro! Mal Intro! Tu mal Intro! Ist ja unglaublich. So, Lost Secret of a Rainforest heißt das verlorene Geheimnis des Regenwalds. Ich wollte es einfach mal nur so aus Telekolleg-Gründen übersetzen. Ich weiß. Hashtag Bildungsauftrag. Man sollte sein Leben nicht verschwenden, das sagst du jemandem, der YouTube-Videos macht? Hast du das Blitzen des Lichts gesehen? Ach, warum soll ich den übersetzen? Lies doch selber. So. Soll ich ehrlich sein? Es nervt jetzt schon. Okay. Ach, das ist auch noch da, wo die Tiere reden. Ach du Kacke. Ich habe zu Echo Quest 2 nie einen Bezug gehabt übrigens. Eigentlich muss ich das machen, aber es gibt eine deutsche Fassung, das kann ich euch schon mal sagen. Ich klicke das mal einfach weg. Also der Regenwald ist in Gefahr, überraschenderweise. Was in diesem Teil mit Rainforest. Ich werde da nie drauf gekommen, ich weiß. Der Knuffel bevorzugt nur die LPs, die er nicht zu Ende geguckt hat. So gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich ja dann doch erfolgreicher als Gronkh. Hashtag Realitätsverlust. Vielleicht sollte PewDiePie meine Let's Plays machen. Obwohl, der macht, glaube ich, keine mehr, ne? Der macht, glaube ich, nur noch seine Pew News. Und da ist er selber meistens in den Nachrichten selbst. Hashtag, sind die Nachrichten scheiße, machst du selber, ne? Make News, not Videos. Make News great again. Das ist ein tolles Intro. Ich finde die Musik auch geil. Hat so ein bisschen was wie eine schlechte Bontempi-Orgel für irgendwelche Reggae-Leute. Aber wahrscheinlich habe ich nicht die entsprechende Substanz, um das toll zu finden. Hashtag Klischee übrigens. Und nein, ich bin kein Ragamuffin. Die Musik ist super, ne? Finde ich geil. Ich finde auch gut, dass sie jetzt die Voice Talents erwähnt haben. Wir haben noch nicht eine einzige Stimme gehört. Das scheint der Regenwald zu sein. Das scheint ein Flugzeug zu sein. Dann, da, dann, da, dann, da, da, da. So. Du riechst den Dschungel. Okay. Ah, natürlich, Senor. Öffne deinen Koffer. Ja, wieder ganz vertrauensgeweckte Stallen. Ja, komm, gib mir den Koffer.
Was soll das? Hä? Ach, das ist jetzt lustig, oder was? Ist das ein Til Schweiger-Film, oder was? Warum verstehe ich die Gags nicht? Ja. The clown has left the building, oder the screen. Ja. Ich kann es nicht glauben. Du hast es sehr gut zusammengefasst. So. Das ist natürlich der Böse. Das höre ich schon in der Musik. Die Musik finde ich jetzt besser. Geschäft oder Vergnügen? Da macht er natürlich Business. Hartes Business. Vermutlich mit dem Regenwald. Ich sehe schon, dass es ein Game ist, was ich machen muss. Ich finde das gar nicht gut bis jetzt. Der Böse... Ja, natürlich, komm. Bisschen Handgeld in... Natürlich in den Umschlag. Es hilft immer. Nennt man landläufig übrigens Bestechung. Aber, sind wir mal ganz ehrlich... This place is a sewer. Oh, Sprachausgabe. This place is a sewer? Okay. Hey, watch the suit. Ja, natürlich. Ich glaube, das ist der Nette. Ich glaube, das ist nicht der Böse. Ich glaube, da habe ich mich total geirrt. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komme. Ach, das war unhöflich. Nein! Genau, wir sind die Öko-Abteilung natürlich. Herzlich willkommen in Brasil. Welcome to our country. Achso, jetzt muss ich tatsächlich einen Pass noch zeigen, oder was? Komm, ich gebe ihm Geld. Das ist eine alte Tradition, das funktioniert ja hier ganz gut. Wäre aus wie eine Bank. Nimmst du sonst gerne Geld? Jetzt habt ihr mal nicht so. Kann ich das mischen? Nein. Nein, wir dürfen das natürlich nicht. Muss ich die Papiere noch auseinandernehmen? Sierra. Ach du! Was ist das hier? Ja, ich möchte das gern. Ja. Also, reicht als Auseinandersortieren. Einfach draufklicken. Papers, please, sag ich nur. Das war bis jetzt schon lustiger. Wir machen das übrigens schon seit 8 Minuten. Ich möchte das einfach nur sagen. So wirklich Spielspaß habe ich nicht. Lass mich rein, da kann ich Souvenire kaufen. Komm, ist egal, komm. Für irgendeinen Schund von Kinderarbeit Geld her. Kann ich alles nicht kaufen? Fruit Pops? Nein, kann ich natürlich nicht. Okay, gut. Ich würde mal ganz ehrlich sagen, das ist eine... semi-interessantes Game. Aber, da wir das im Stream machen können, kann ich mich unglaublich lustig darüber machen. Nur wir werden die deutsche Fassung machen. Die gibt es nämlich auch. Soweit ich weiß, gibt es das Ding auch in Deutsch. Und, ja. Ich weiß aber... Genau. Bert Wollersheim. Gewisse Ähnlichkeiten sind nicht ganz so verkehrt. Die einen mögen Echo Quest, zwar die anderen nicht. Was ist denn so deine Meinung? Also ich finde das eigenwillig, das Game. Aber gut. Egal. Für euch auf YouTube ist jetzt Ende des Videos. Für den Stream machen wir jetzt gerne was anderes Lustiges. Bis gleich.